Ich grüße dich. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Avatar Frontiers of Pandora. Ich bin der Gin Tonics und schön, dass du da bist. Ja, es geht weiter. Wir gehen jetzt zu Talon. Der steht schon da hinten. Und wir gehen jetzt in den Wohnbereich und deswegen, wir folgen ihm mal. Wir sind ja hier in der Basis des Widerstands und... 16 Jahre. Völlig surreal. Ja, ich, weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Aber Alma hat recht. Wir können uns zu Hause fühlen. Also, ich tu's. Ist doch cool hier. Die ganze Technik. Er ist dort drüben. Das ist Raj? Er ist cool. Irgendwie. Ich denke, es gewöhnen sich einfach alle an uns. Okay, ja. Hallo, Raj, Rajinder. Wie geht's? Wie steht's? Du musst Raj sein. Rajinder, bitte. Oh, entschuldige. Alma meinte... Ich kenne Alma. Alma nennt mich Raj. Dich kenne ich nicht. Ich bin neu. Entspann dich, Neuer. Ich wusste, dass du kommst. Hast die ganze Zeit geschlafen. Ich habe frische Kleidung für euch alle. Alma hat nicht erwähnt, dass du auch Sinn für Humor brauchst. Hahaha, witzig. Okay, erhalte neue Ausrüstung von Rajinder im Wohnbereich. Du brauchst was Neues. Okay, Gabe. Forscherhelm, Brustschutz. Gesundheit, das ist weniger. Feldlendenschurz, Lendenschurz empfangen. Brustschutz, okay, nicht genug Ersatzteile, schade. Rajinder Shorts, okay, also bei ihm können wir quasi unsere Ausrüstung holen. Designs, okay. Dann nehmen wir doch mal die Gabe hier mit, wa? Alles klar, dankeschön. Ein guter Look ist nie falsch. Ziehe dir die Navi-Kleidung an, das kriegen wir wohl hin. Forscherhemd, Brustschutz machen wir. Und den Lendenschurz. Hast du... Kann ich dir was dafür geben? Sieh es als Gratisprobe. Diesmal. In Anbetracht besonderer Umstände. Wir nehmen, was wir hier kriegen können. Wenn du was Gutes findest, sag Bescheid. Na, wie Kleider? Ungewohnt? Ich glaube, ich mag sie. Ich will meinen Hut behalten. Und was von der Technik ausprobieren. Du musst diesen Alex kennenlernen. Er ist eine Art Erfinder. Du hast dich schnell eingelebt. Nun, es ist seltsam, aus TRP raus zu sein. Aber alle hier sind wirklich nett. Na, das klingt doch gut. Aber ich finde auch, bisher sieht das doch richtig nice aus. Der Widerstand. Hallo? Talon, dieser Ort sieht dich magisch an. Und du hast noch einen Navi dabei. Alex baut Sachen, Mechanismen und Technologie für die Kommunikation und zum Erkunden. Und für ein bisschen Chaos, falls es denn funktioniert. Siehst du das? Das ist Sid, mein System-Interaktionsdeck. Guter Name, oder? Bisschen schwierig vielleicht. Hajir fand ihn zu schwer. Aber was weiß der schon? Das habe ich speziell für Navi entwickelt. Bringt RDA-Geräte aus dem Takt. Habe ich aus alten RDA-Teilen gebaut. Und THP-Teilen. Ja, das können wir wegfeilen oder übermalen, falls gewünscht. Ich will Alma dazu bringen, es zu testen. Wir können es testen, oder? Können wir? Das klingt nach Spaß. Ihr könnt alle einen haben. Komm, probier es aus. Ich sollte mir die leeren Außenposten ansehen. Da liegt noch gutes Material rum, schätze ich. Haben einfach eine Knarre bekommen. Und drücke Dreieck, um Sid auszurüsten, okay?
Ich hoffe, dass es den Kabelschaden in unserer Luftfilteranlage findet. Siehst du die Kabel unter dem Boden? Du solltest ihnen bis zu den Wartungsfeldern folgen können. Probier es mal aus. Ziele auf den Node und drücke leicht R2, um die korrekte Frequenz zu finden. Ah, okay. Meine cool. Daten zeigen auch oben einen Fehler. Bestimmt die Verkabelung. Also Sit ausgerüstet, kannst du mühelos. Es sollte sich an die Frequenz helfen. Kabel, diese führen dich. Okay. Ja, gucken wir doch mal. Mir fehlt das Kind sein. Gucken wir doch mal. Folgen wir doch mal dem Kabel hier. Ah, hier, hallo. Sehr gut, das ist echt etwas gewöhnungsbedürftig, weil hier, also so wie man R2 quasi drückt, je fester umso näher kommt das quasi. Hey, Alex, ich hab den Fehler gefunden. Nur ein kleiner Hack und das System startet neu. Wärst du so nett? Ja, okay. Zack. So, zack, oh, geschafft. Ich durfte jetzt mal gucken, wie das geht. Siehst du? Nützlich, oder? Ich habe Alma gesagt, dass das die Zukunft ist. Ich freue mich darauf, es in Aktion zu sehen. Schön, wenn harte Arbeit Früchte trägt. Aber genug davon. Alma versammelt alle für eine Einweisung. Deine Freunde sehen sich noch draußen um, glaube ich. Trifft die Sarentu vor dem Hauptquartier des Widerstands. Sie suchen Schutz an einem Feuer in einer kleinen Höhle unter dem Gebäude. Wenn du Sid verwendest, werden RDA-Geräte, die du hacken kannst, hervorgehoben. Okay. Trifft die Sarentu vor dem Hauptquartier. Sie suchen Schutz an einem Feuer in einer kleinen Höhle unter dem Gebäude. Dann gucken wir doch mal. Oh, was liegt denn hier? Polymerstocklager. Neuer Jagdbucheintrag. Oh, es regnet. Es regnet, Leute. Da sind wir. Gut, aber ich würde sagen, tatsächlich, ich muss erstmal ganz kurz gucken, wo wir hin müssen. So, Jagdbuch. Wir gucken mal ganz kurz. Quetschmoos. Meist auffindbar auf Felsen in den Gewässern des Kinglaw-Walds. Ein buntes Moos, das auf Felsen im Untergrund wächst. Beste Qualität im Regen. Selteneres Quetschmoos findet sich oftmals auf Felsen in den Gewässern am Färberkessel im Weberkreisgebiet des Kinglaw-Waldes. Okay, Quetschmoos wächst auf felsigem Untergrund und reagiert außergewöhnlich sensibel auf Feuchtigkeit. In der Nähe von Wasser wächst es dichter und schneller heran. Es ist ein enger Verwandter des Blauwolkenmooses. Moose sind kleine, blühende Pflanzen ohne Leitgewebe, die auf Pandora in zahlreichen Varianten vorkommen. Moos wird von Navi gesammelt und beim Kochen, Bauen sowie für die Herstellung anderer Dinge verwendet. Wird das Moos ordnungsgemäß getrocknet, ist es ein wertvolles Dämmmaterial und wird für seine Saugfähigkeit geschätzt. Okay. Haben wir noch die Löwenbeeren? Eine Pflanze mit blauen Blättern, die wie Federn aussehen und einer roten Blüte, die von den Navi bei der Herstellung verwendet wird. Meist auffindbar in der Nähe von Wasser im Bambushain-Biom im Kinglaw-Wald. Seltenere Varianten finden sich oft in der Nähe der Umarmung des Flusses im Süden des Seidenwalds im Zentrum des Kinglaw-Walds. Großes Kraut mit einer großen zentralen Blütentraube, die von schmalen, riemenförmigen Blättern umgeben ist. Die Knospen sind sehr leicht und scheinen über die Pflanzen zu schweben. Die stacheligen, kaktusartigen Blätter wachsen zum Schutz vor Pflanzenfressern am Boden entlang. Die Samen werden als Nahrung verwendet, die Blütenblätter als Farben. Ähnlich wie bei der Distelknospe und der Einsiedlerknospe wächst bei der Löwenbeere ein Blütenbüschel, ein Blütenstand, der einer einzelnen Blüte ähnelt, wie bei der Gattung der Sonnenblume auf der Erde. Proben der Löwenbeere wurden zusammen
mit der Distelknospe und der Einsiedlerknospe auf die Erde gebracht, um ihre genetische Beziehung und ihre mögliche Einführung in das Ökosystem der Erde zu untersuchen. Die Pflanze bildet am Boden Stängel mit stachligen, kaktusähnlichen Blättern aus, um sich vor Pflanzenfressern zu schützen, die sie fressen würden. Die Samen sind groß und eine gute Eiweißquelle. Jeder biegsame Stängel einer Löwenbärenpflanze wird von einer einzelnen Blütenknospe gekrönt, die zu riesiger Größe heranwachsen kann. Die Knospen bestehen größtenteils aus Aerchim, einem mit Lufträumen gefüllten Gewebe, und sind bei der geringen Schwerkraft auf Pandora recht schwimmfähig. Die Pflanzen wachsen in Flecken, was den Anschein eines Gartens mit schwebenden blauen Ballons erweckt. Löwenbärenfaser wurde von der Löwenbärenblume gesammelt. Jede Samenkapsel besteht aus langen und extrem leichten Fasern, die die Navi beim Sammeln zusammenpressen, damit die Baumwolle nicht weggeweht wird. Fasern sind eine Substanz, die in langen Fäden oder Strängen wächst. Die Navi sammeln viele verschiedene Pflanzen wegen ihrer unterschiedlichen Fasern, die sie je nach Beschaffenheit zum Weben und für andere Handwerkskünste verwenden. Okay, Polymerstocklager. Eine Lagereinheit, die Polymerstöcke enthält, zu finden in den meisten RDA-Einrichtungen und an ihren Einsatzorten. Eine Lagereinheit, die Polymerstöcke enthält, die als Werkmaterial für Navi-Munition verwendet werden können. Okay, Protokoll, was haben wir hier? Entwürfe. Pilotenhemd, Sammlerlendenschutz, okay. Granatpfeile, lange Jagdpfeile. Okay, dann würde ich auch mal sagen. Meinte, du wärst draußen. Ich frage mich, wie ich wohl führen werde. Ich muss nun meinen eigenen Weg finden. Ich wusste nicht mehr, wie gut sich die Luft anfühlen kann. Einfach hier zu sitzen und zu genießen. Ohne Mercer zuhören zu müssen. Ich erinnere mich gar nicht an so viele Farben. Ich habe keinen Namen für sie. Wir werden sie erfahren. Die Wege der Sarentun neu lernen. Warum hat Alma uns nicht früher hierher gebracht? Warum war sie nie beim Tab? Vielleicht war es noch nicht sicher. Das ist es nie. Na und? Wir sind frei. Ich möchte laufen, bis meine Beine nicht mehr können. Wir könnten einfach gehen. Jetzt gleich. Aber wohin? Wohin wir wollen. Zusammen. Was meinst du? Du, ich, Ritnella... Daylan, dann könnten wir wieder Sarentu sein. Alma hat uns nicht grundlos geholt. Sie versammelt alle für eine Ansprache. Sie muss einen Plan haben. Bleib nicht wegen ihr. Sie will dich beherrschen. Wie alle Menschen. Nicht alle. Alma war immer gut zu uns. Die Leute hier mögen sie. Und die sind nett. Nicht? Priya hat mir ihr Funkgerät gegeben. Ja. Sie wollen uns wohl helfen. Wollen wir mal sehen, was Alma will. Naja, kann eigentlich nur gut werden. Eher nicht. Was hat er gegen Alma? Bitte. Komm schon. Alle warten. Okay, okay. Gib mir nur einen Moment. Das Licht ist anders hier draußen. Ich will es genießen. Waren wir nicht lange genug eingesperrt? Immerhin schlafen wir heute unter den Sternen. Wie früher. Wechselplatz. Ein Ort, an dem die Navi ihr Aussehen verändern können. Wechselplätze findet man normalerweise in den Clanheimaten der Navi. Aber was ist denn sein Problem? Das ist ja, also Alma war doch immer gut zu uns, oder nicht? Was haben wir hier? Versteck. Ein Ort, an dem du Materialien, Essen, Ausrüstung und andere Dinge lagern kannst, bis du sie brauchst. Unseren Sieg wird die RDA nicht so schnell vergessen. Oh, das ist aber cool. Waffenherstellungsmaterial, okay. Machen wir das mal ins Versteck rein. So, geh zum Briefing in die Kommandozentrale. Das kriegen wir hin. Machen wir natürlich gleich. Was haben wir hier?
Herstellungstisch. Handwerkerbänke werden genutzt, um Ausrüstung und Waffen aus Materialien herzustellen, die man in ganz Pandora finden kann. Handwerkerbänke finden sich in fast allen Lagern der Navi und des Widerstands. Warum sollen die Navi sowas haben? Das wundert mich ein wenig. Ich dachte, die stellen das irgendwie anders her. Das sieht so immer noch so geil aus. Selbst wenn es regnet, sieht das so fett aus, ey. Wunderschön, wirklich. Wunderschön. Na gut, dann gehen wir doch mal rein hier. Hallo, wir sind zur Besprechung da. Guten Tag. John Mercer, Gründer des THP-Programms. Kein Unbekannter für die Salentu, aber für viele von euch ist er das schon. Er kam nach Pandora als Executive Vice President für Grenzoperationen. Zusammen mit einer Freundin vom THP, Colonel Angela Harding, als Sicherheitschefin. Er ist ehrgeizig, eigennützig, egoistisch. Und ihr wart ein Team. Wir kämpfen jetzt seit Monaten gegen die RDA. Was macht das noch aus? Mercers Taktiken sind aggressiv. Dann sein Frust über das Versagen des THP. Wir brauchen eine Strategie. Die Arbeit mit den Clans war schwierig. Einige Ardanahe wollten kämpfen, aber nach Verlusten auf ihrer Seite haben sie aufgegeben. Wir sind nur bis zu den Seswa gekommen. Kampfbereit, aber sie wollten keine Allianz mit Menschen. Dein Clan bestand aus Geschichtenerzählern, Diplomaten. Sie waren respektiert. Die Na'vi werden dir zuhören. Oh, Alma? In der Nähe ist eine Verschmutzung. Sehr nah. Sehr stark. Das kann nur von der RDA kommen. Sie sind hier? Mit Mercer? Nein, ohne ihn. Verschmutzungen entstehen durch die RDA-Maschinen. Sieht nach einer Bohrstelle aus. Sie reißen das Land auf, vergiften es, bis es Schlamm ist. So nah waren sie noch nie am Hauptquartier. Wenn sie sich umsehen, finden sie uns. Wir sind im Moment überfordert. Sa'lek, tu, was du kannst, um alles abzusichern. Anka, versuch Hajir über Funk zu erreichen. Ich könnte sie runterfahren. Ich denke, ich kann jetzt mit Sid umgehen. Das ist eher keine gute Idee. Lass sie gehen. Sie können kämpfen. Keine Sorge. Okay. Aber sei vorsichtig. Der Rest von euch achtet auf weitere Patrouillen. Funkgeräte an. Pass auf. Wenn die RDA dich bei der Bohrstelle sieht, greifen sie an. Denk an meine Worte. Fertige Pfeile, konzentriere dich. In der Hauptluftschleuse findest du Vorräte. Okay, dann ist wohl unser Auftrag, vernichte den pneumatischen Turm Echo. Das sollten wir doch wohl hinkriegen, wa? Da gehen wir doch mal raus hier. Die Frage ist, wo wird dieser Turm sein? Das weiß man ja nicht so genau. Haben wir hier? Was bist du? Kochstelle. Ein Ort, an dem man Essen kochen kann, um Energie aufzufüllen und bestimmte Effekte zu erzielen. Kochstationen sind in vielen Farmen vorhanden und meist in den Lagern der Navi und des Widerstands zu finden. Okay, was können wir denn kochen? Du hast keine Zutaten. Cool. Klasse. Was ist das? Munitionsbehälter. Ein Behälter für RDA-Munition, wie zum Beispiel Munition für Schusswaffen oder auch Granaten. Aber wo müssen wir jetzt hin? Ah, okay. Wir müssen jetzt also da vorne hin, ja? Gut, das kriegen wir doch hin. Nehmen wir hier schon mal ein bisschen Stöcker noch mit, damit wir auf jeden Fall Muni haben und uns das herstellen können, falls uns das ausgeht. Ansonsten wäre das echt ein bisschen blöd, ne? So, ich bin mal wirklich gespannt. Beutel ist voll, okay.
Huch, was ist das denn? So, wie kommen wir denn jetzt hier runter? Am allerbesten, am allerdümmsten. Gucken wir mal auf die Karte. Ja, wir sind auf jeden Fall auf dem besten Weg. Was ist das hier? Waldseegras, okay. Dann suchen wir doch mal den Turm, weil bisher sehen wir ja noch nichts, ne? Einsiedlerknospe, ein großes Kraut mit einer Blüte aus blauen Blättern, einer dornigen Kaktus-ähnlichen Mitte. Okay. Was haben wir hier? Nachtblattbaum. Langbogenherstellungsmaterial. Okay, verstehe. Oha, man sieht schon, hier ist auf jeden Fall verschmutzt, wa? Das sieht ja nicht so gut aus. Eieieiei. Priya? Oha. Ich bin an der Bohrstelle. Der Boden ist... Das passiert jedes Mal, wenn die RDA sich irgendwo breit macht. Die Maschinen verschmutzen einfach alles. Alles. Aber hey, Pandora ist stark. Wenn man sie runterfährt, erholt sich das Land schnell davon. Sekunde, ich sehe mir die Pläne mal an. Du hast die Pläne? Mit der RDA? Naja, man kann sie runterfahren, ohne dass sie es merken. Es sei denn, sie erwischen dich dabei. Na toll. Zerstöre, nutze deine Navi-Sinne, um die Schwachstellen von RDA-Einrichtungen leichter zu finden und anzugreifen. Okay, dann müssen wir jetzt mal hier so ein bisschen schleichen. Also, wir haben hier anscheinend zwei Ziele. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wenn der jetzt wieder hier lang läuft, ich glaube, dann holen wir den mal weg, ja? Ja, oder wir suchen jetzt hier gleich mal... Scheiße. Zack. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier fliehen. Scheiße. Ach du Scheiße. Nein. Zack. Oh mein Gott.
Wir müssen hier abhauen. Wir müssen hier abhauen, Leute. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Kommt jetzt immer noch hinterher? Heidewitzka, ey. Hier ist aber auch was los, Leute. Was hat er da jetzt gerade abgesetzt? Noch so ein... Noch so ein Gedöns. Scharlachpilz. Beste Qualität Nacht. Eieieiei, Leute. Ey, das war ja was. Bleiben wir jetzt einfach da stehen, oder was? Ja, ich werde dich finden. Ist ja toll. Ist ja schön und gut. Aber wir wollen hier wirklich auf Nummer sicher gehen, Leute. Zeig dich! Leg deinen Zahn zu! Ist es in Reichweite? Ich weiß, dass du hier bist. Zack. Hier drüben. Nein. Oh mein Gott. Heilen. Heieieiei, das war nicht so gut, ne? Mann. Wir stellen uns aber auch an. Aber ich glaube, wir werden sonst auch komplett auseinandergenommen, wenn wir hier wirklich nicht aufpassen, ne? Ist halt leider so. Wie jetzt Verstärkung? Ach komm, hör auf. X-Verstärkung. Toll, wo kommt jetzt die Verstärkung? Ist sie jetzt schon da? Die Verstärkung? Weil da stand ja jetzt gerade Verstärkung. Bin ich mir gerade so ein bisschen unsicher. Kommt da jetzt noch was? Nee, ne? Anscheinend ja nicht. Okay. Trockene ADA-Ration. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Wir können was essen. Machen wir auf jeden Fall mal. Essen. Ich muss ehrlich sagen, das ist gerade ein bisschen aufregend hier, doch. So, hacke und zerstöre die Kühleinheit. Okay, das kriegen wir hin. Was war hier gerade?
Inventar. Okay, Blendgranaten sind voll. Wir versuchen uns mal von der anderen Seite anzuschleichen hier. Da kommt auf jeden Fall jemand. Okay, da läuft er, läuft er, läuft er, läuft er, läuft er. Oh. Ach du Scheiße, ja, wir kriegen halt voll eins drauf, ne? Wir kriegen halt voll eins drauf, ey. Okay, Leute, ich würde mal sagen, wir schauen uns das in der nächsten Folge weiter an. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, morgen oder Abend. Wir probieren es jetzt gleich nochmal. Eieiei, ist doch ein bisschen schwerer, als ich gedacht habe, weil man wird hier wirklich komplett über den Haufen wird man hier gerannt, wenn man nicht aufpasst. Das ist echt hardcore. Genau, wir schauen uns das gleich nochmal an, probieren hier auf jeden Fall unser Bestes. Und ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dahin! Köstliche Grüße, dein Gin Tonics. Ach ja, und ein frohes Neues. So sieht's aus, ne? Also dann, köstliche Grüße. Ciao.